Swiss Ultra, einmal mehr zu Buch St. Gallen. 5, 4, 3, 2, 1, go! Go! Das heisst, am Morgen um 7 Uhr ins Wasser, 3,8 km schwimmen, nachher 180 km aufs Rad und nachher ein Marathon 42 km auf die Beine. Und das jeden Tag 10-mal hintereinander, 5-mal hintereinander, es gibt ganz verschiedene Wettkämpfe. Und natürlich braucht es auch viel Personal. Was denkst du mal so beim Schreiben? Ich will nicht da müssen die Länge machen. Schreiben ist viel einfacher. Genau. Und ich staune, was die da. Ich tue einfach bewundern, was die Athleten da machen. Wie viele Mal sind sie dran? Die sind jetzt das vierte Mal dran am Schwimmen heute. Wahnsinn, jeden Tag, gell? Jeden Tag, ganz genau. Und die fangen um 7 an und die ersten sind so um 6 fertig und die letzten etwa zur Nacht um 11, 12. Genau, das ist schon erstaunlich. Ja. Finde ich eine Wahnsinnsleistung. Allerdings eine wahnsinnige Leistung. Bei den verschiedenen Wettkämpfen, dicke Continuous, 14,4 Tage Zeit, eben, um das 10-mal zu machen. Dann dicke One per Day, also 10-mal, jeden Tag einen. Und dann eben am 24. August hat jetzt der Fünfer angefangen. Da dann eben auch zwei aus dieser Region. Tildi Helbrings, Krebs aufgewachsen und Robert Huckertitsch, Buchs aufgewachsen. Beide wohnen nicht mehr in der Region, aber sind natürlich mit der Region verwurzelt. Und dann braucht es natürlich auch viel Betreuung. Holst du noch lange weisses Jäckchen fürs Velofahren? Jetzt! Vielleicht haben Sie es verstanden. Er hat seiner Frau oder seiner Betreuerin gesagt, sie soll ihm noch ein Jäckchen holen fürs Velofahren. Jetzt das Pressieren nicht, er ist ja noch am Schwimmen, geht etwa eine Stunde. Verschiedene Sprachen dem Swiss Ultra zu Buchs. 39 Athletinnen und Athleten, 16 Länder sind vertreten und ein Haufen Leute, die hier helfen bei der Organisation. Ich muss alles dokumentieren, damit alles stimmt, damit die alle ihre 3,8 Kilometer geschwommen haben und damit einfach alle nach Reglement das machen und für das dokumentieren. Genau, ich schreibe jede Kilometerzeit auf, damit man eine Ahnung hat, dass es könnte stimmen. Genau. So, Robert, wie geht's? Gut, dir? Und am ersten Tag jetzt? Ja, genau. Und jetzt 5-mal hintereinander? Ich hoffe's, ja. Wie bist du in Form? Gut, top. Hast du all deine Sachen im Einsatz? Weißt du, misstest ja auch mal Puls und ja, alles. Puls habe ich jetzt keinen im Einsatz, nicht. Aber sonst habe ich alles im Einsatz, wie immer. Wenn du steigst aufs Rennen um, was denkst du so, was brauchst du für deine 3,6 Kilometer? Schon 5 Minuten und ja, so um 7:45 auf dem Velo. Hoffen wir, das Wetter bleibe, he? Ja, mal sicher bis am Samstag. Okay, dann viel Erfolg. Ja, danke vielmals. 5 Minuten! Ein Satz zu deinem Fitnesszustand kurz vor dem Start. Ich habe gut trainiert, bin parat, es tut nie weh, es kann losgehen. Wie gross ist die Vorfreude, dass es losgeht? Mega. Ist Zeit, ist echt Zeit. Sehr schön, merci und jetzt darfst du spürteln. Nur noch ja, fotografiert. Fast. Warum tut man sich das an? Warum nicht? Ja, das ist eine gute Frage, gell? Ja, also wir haben ein schönes Becken. Mit sauberem Wasser. Wir haben einen super Tag heute. Es regnet nicht. Kommt gut. Mega stimmig unter den anderen, unter allen Erfahrenen vor allem, die einem Mut zusprechen. Und ja, die Ultra-Family habe ich gehört sagen. Und ich werde das jetzt erleben. Ich freue mich mega drauf. Ja. Der soziale Aspekt ist dir auch noch wichtig. Wichtiger als Zeit, oder? Ja. Das Erlebnis. Du trainierst jeden Tag. Nein, ich muss auch mal Pausentag machen. Also jeden Tag wäre glaube ich zu viel. Dann viel Erfolg, wenn du steigst aufs Velo. 7 Uhr gehen wir ins Wasser, etwa 1,5 Stunden schwimmen, dann gut in die Wechselzone, 8:45 vielleicht so. Ja. Dann etwa 2 auf die Beine. 9. Ja, du willst testen, ich sehe schon, also du geniesst auch das Erlebnis, gell? Ich kann nicht so weit rechnen, ich nehme jetzt eins nach dem anderen. Und das Velo ist noch zu weit weg. Das ist doch eine sportliche Einstellung. Eine riesige Beachtung auf jeden Fall haben die Athletinnen und Athleten. Und dann steigt sie ins Wasser, gemütlich, muss man sagen, bedacht, so wie sie es gesagt hat. Also das sind keine leeren Worte. Sie will das wirklich auch irgendwie geniessen, das Erlebnis. Und dann gibt es schon den ersten Kontakt. Hey, danke nochmal, die Hand. Merci, ebenso. Druck den Daumen, es geht los. 5, 4, 3, 2, 1, go! Go, go, go!
Und los geht's auf die Reise. 5 Tage nacheinander, insgesamt über 1130 Kilometer. Jeden Morgen 3,8 Kilometer schwimmen, dann 180 Kilometer aufs Rad und dann ein Marathon 42 Kilometer. Jeden Tag über 225 Kilometer. Das zerrt natürlich. Ja, aber der Applaus am Schluss, der ist dann gewiss. Beim Eintreffen, die Vietnamesen am Vortag noch Nudeln fertig und jetzt, übrigens macht sie der Dicker Continuous, also 10-mal Continuous, und jetzt kommt sie so ins Ziel. Und links, wenn ihr das seht, das neon-gelbfarbige Hemmli hier. Da seht ihr es. Das ist Hilde Helbling. Sie steht hier am Rand. Sie hat am 5. Tag aufgegeben. Und sie sagt uns, wie es gegangen ist. Ma, jetzt ist es so schön hier nach 4 Tagen, Hilde, gell? Ja. Aber ich hatte schon am ersten Tag gefragt. Du hast gesagt, ja, du machst ja noch ein bisschen, soll ja noch ein bisschen Plausch sein, oder? Auf jeden Fall, ja. Ja. Das hast du auch eingehalten, gell? Bis zu einem gewissen Grad. Bis zu einem gewissen Grad, stimmt das. Du lachst? Dann... Ja, es war mehr ein Leiden gewesen, eigentlich. Gell? Also ja, aber im Kampf auch, ja. Natürlich, aber am Schluss des Tages natürlich schon Freude, das können geschafft zu haben. Und dann hast du 4-mal gemacht, gell? Ja. Da muss man mal sagen, 4 mal 3,8 km schwimmen, 180 km Velofahren, 42 km Marathon segeln. Mann, rechne 4-mal. Ja. 4-mal, gell? Ja. Und wenn bist du einmal zurückgekommen, weißt du, die letzte Zeit nach dem Marathon, was war das? Gestern? Ja. Ja, ich glaube noch vor Mitternacht. Aber gestern hat es sich extrem hingezogen. Ja, gestern war der ganze Tag halt zäh. Gell? Ja, richtig zäh. Und die gehen ja nie auf. Hast du ihr gut zugeredet, jetzt ist fertig, oder? Überhaupt nicht. Nicht? Das habe ich ihr überlassen. Und es war auch keine Diskussion. Ich habe gesagt, mach unbedingt weiter, mach das fertig. Weil sie hat selber gemerkt, das bringt es nicht, das ist für die Gesundheit nicht gut. Und das war es jetzt. Ist aber auch eine Stärke, gell? Sicher, ja. Man muss sich auch eingestehen, dass es so ist. Du hast mir schon gut zugeredet, immer. Ja, mich mega unterstützt und... Aber nicht so, dass ich mich gedrängt gefühlt hätte, aber dass ich der gestern noch fertig gemacht habe, das wollte ich halt schon irgendwie noch herbringen. Ja. Und du bist ja mit mir mitgelaufen, der Sohn war auch noch da gewesen und hat ein bisschen für Ablenkung gesorgt. Und dann haben wir es einfach noch runtergeschont. Mhm. Einfach laufen, laufen. Ja. Vorwärts. Aber heute Morgen ist wirklich keine Diskussion, gewesen, ja oder nein? Es ist morgen voll. 5 Uhr ist der Wecker runter und ich habe gesagt, ich habe glaube, ganz leichte Temperatur und das ist gut jetzt so, wie es ist. Also, ich finde das hervorragend. Ich danke vielmals. Ja, ich finde es einfach gut, dass man dann auch wirklich Nein sagen kann. Ja. Das ist ja die Definition, dass man es jetzt 5-mal machen muss. Du hast es jetzt 4-mal gemacht und deine Mann hat gesagt, da muss man mal 4 rechnen, gell? Mhm. All die Kilometer. Also ist natürlich eine absolute Höchstleistung. Danke vielmals. Ich bin ja auch alt genug, um zu sagen, jetzt ist aber auch gut, oder? Da muss man dann auch vernünftig sein und sagen, wir sind ja auch nicht mehr 20, also ich will dann auch nichts riskieren. Was hat ein Kind gesagt? Mama, du spinnst, gell? Nein, die haben glaube irgendwie nicht wirklich richtig gecheckt, was es ist. ja. Oder so. Oder wir lassen sie machen. Also, sie hat ja schon verschiedene Sachen gemacht. Ja, die wissen ja schon ein bisschen, was Mutter etwa macht. Ja. Aber immer, gell, weißt du, wenn man das also denkt, in 4 Tagen, wenn man nur den Marathon mal hochrechnet, 170 Kilometer, gell? Genau. Also ist unglaublich, gell? Also mit Velofahrer gar nicht. Also mit Velofahrer fährt sie natürlich, sagen wir mal, mit 4 mal 180, das ist natürlich 720, richtig. Ja, natürlich. Ja. 720, das ist natürlich einmal Genf und wieder retour auf Zürich, oder? Ja. Also schön in die Ferien, ja. In die Ferien würde man schön weit kommen. Also man wäre sicher irgendwo ans Meer kommen. Mit dem Velo, ja. Auf jeden Fall. Meine Frau kommt von Kärnten, wir fahren dort 600 Kilometer, gell? Da brauchen wir locker 7-8 Stunden. Hamburg ist glaube 1000, also Berlin ist etwa 800. Also, es ist unglaublich. Ja, es ist weit. Trainierst du so viel, oder? Ja, ich habe mich natürlich auf das hier schon vorbereitet, ja. Aber ich gehe auch noch arbeiten, also es hat dann auch seine Grenzen. Es hat auch körperlich seine Grenzen. Und dann hat es halt einfach ganz viel mit dem Willen zu tun, oder? Ich denke, man muss es wollen. Wenn man es nicht will, dann läuft man am Schluss auch die 42 Kilometer nicht mehr. Man muss es einfach wollen. Und dann kann man es. Das bringt dir privat auch etwas, einfach dir etwas selber zu beweisen. Du schmunzelst so. Ja, man hat schon manches im Leben durchgemacht. Und dann ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt da gewesen, dass ich jetzt das machen will. Ja.
irgendwie. Was heißt die, ja. die geht wieder, wenn es wieder eine gibt? Hundertprozentig? Nein, ich würde jetzt nicht hundertprozentig sagen. Würde ich jetzt heute also, auch noch nicht unterschreiben. Nein, ich, ganz verrückt bin ich also nicht. Ja. Und ich muss auch sagen, es war ein super Ereignis gewesen. Ja. Es waren super Bedingungen eigentlich, außer jetzt mal ein bisschen Regen. Aber ja. Wir haben wirklich einen super Bereich. Die Temperaturen waren gut. Ja. Es hat nicht gestürmt. Es war wirklich gut. Ja. Du bist ja sicher auch ein Läufer, so rein von der Postur her, gell? Ich mache eigentlich das Gleiche wie sie. Ich bin auch ein Ironman. Von dem her habe ich meine Erfahrungen. Und umso grösser ist der Respekt vor ihrer Leistung, viermal das nacheinander zu machen. Ich habe noch einmal wirklich genug gehabt. Ja. Machen wir jetzt miteinander einfach auch viel Sportler so? Machen wir, ja. Ja, das ist mega schön, wenn man das teilen kann. Ja, also wir machen keine Strandferien oder Kreuzfahrten. Nein. Wir machen wirklich immer etwas mit Sport. Oder ja. Hawaii? Nein. Aber ihr als Paar, einmal als Hawaii, man muss ja nicht vorne sein. Nein. Sind wir zu langsam. Eindeutig gesagt, dann können wir uns nicht qualifizieren dafür, also ist es kein Thema. Nein. Nein, ja. das ist noch mal ganz etwas. Das ist auch ganz etwas anderes. Ich meine, das haben den anderen auch gesagt. Ja, denkst, wenn du wirklich, dass du das kannst, dann sage ich, du musst natürlich auch wissen, dass da mit einem anderen, also ich mit einem anderen Tempo hineingehe. Mhm. Ich gehe ja nicht am ersten Tag volle Pulle, dass ich nachher nicht mehr kann. Du musst das gut einteilen. Ja, gut einteilen. Sonst, was hast du für einen Marathon gehabt? 6 Stunden vielleicht für die. Also der gestern ist länger gegangen, aber sonst etwa 6 Stunden. Ja. Ich meine, ich laufe sonst, wenn wir jetzt irgendwo an einem Marathon gehen, laufe ich den auch schneller. Aber der Joggen auch durch oder Rennen durch. Und da bin ich halt dann wieder spaziert, weil der Kreislauf kommt irgendwann. Du kannst zwar essen und trinken unterwegs, aber die Kalorien, die du verbrauchst, ich glaube, die bringst du auch. Also ich habe es, glaube ich, nicht reingebracht. Und irgendwann magst du auch einfach nicht mehr. Also gell, jetzt spazieren, ich bin ein Panzergrenadier, inzwischen natürlich Hundsportler. Also wo gar? Über 11 Kilometer. Also wenn du 42 Kilometer so ein bisschen teilst, dann kommst du auf 7 Kilometer. Also mit Spazieren kriegst du das nicht her. Ja, marschieren, sagen wir mal so. Einfach marschieren und einfach wirklich zwischendurch wieder antrebeln. Aber das ist manchmal nicht mehr gegangen. Und gestern ist es einfach definitiv dann nicht mehr gegangen. Ja. Und muss ich sagen, unsere Vorbereitung oder das Handling ist natürlich nie so profihaft, wie man es sonst zum Teil sieht, mit angemixten Drinks und was alles. Nein. Wir sind da wirklich total Amateur. Und, völlig. Völlig. Aber als Team sind wir wirklich professionell familiär unterwegs. Ja, also, man muss ein grosses Kompliment an die Ultra-Triathlon-Family sagen. Es sind wirklich alles super nette Leute und super alle. Stimmig. Motivierend, auch vom OK. Ich meine, am ersten Tag im Wasser, nach 2000 Meter Schwimmen, habe ich einfach so Krämpfe geschoben und hatte das Gefühl, das kannst du vergessen, oder? Ja. Und dann kommen halt so Worte, komm, du hast Zeit, lass dir Zeit, es kommt gut. Und nein, Motivation und Unterstützung ist sehr gross. Aber du bist nicht hingegangen, ich hatte das Gefühl, du wärst fast ein bisschen kalt gehabt. Ich habe jedes Mal, wenn ich aus dem Wasser rauskomme... Sie hat viermal kalt. Ich habe nur kalt. Weißt du, dein Gesicht so, wo du reingegangen bist? Du bist dort untertaucht wie ich, aber wir gehen sofort raus. Es war einfach kalt. Du musst einfach rein und du musst einfach loslassen. Es geht nicht anders. Triathlon funktioniert nur, wenn du zuerst gehst, schwimmen. Mama aber mia. Es war kalt, es hat mir nicht gefallen. Euer grösster Wunsch zum Schluss noch. Was ist das, euer grösster Wunsch oder eure Pläne? Oder? Ja. Team Dani und Hildi, einfach weiter genau, so. Genau, die nächsten 30 Jahre noch laute, verrückte Sachen miteinander zu machen und Leistungen zu bringen, genau. Ja. Das wär's. Das Leben geniessen und Freude haben daran und Sport können zu machen, weil ich finde, Sport, das ist jetzt vielleicht nicht mehr gesund, aber die Vorbereitung darauf ist auf jeden Fall gesund und ist eine Bereicherung, auch für uns jetzt als Ehepaar, wo die Kinder erwachsen sind, ist ein tolles Erlebnis, wenn man das miteinander teilen kann. Da kann man sagen, hopp Hilde, toll Hilde. Ja, und sie bleibt dran und sie hat eine Freude. Ja, der Robert war schon dran. Nein, ich habe gesehen. Genau. Das ist mega, he?
Und dann bin ich nachgegangen, am Robert, mit dem E-Bike. 25 Kilometer macht es, nachher regelt es dann ab und das ist ganz schwierig, um denen überhaupt nachzukommen. Also der Robert, der ist ja immer natürlich unglaublich im Velo auf Zacken und im Schwimmen ohnehin und überhaupt einfach ein Sportler-Bauer. Er denkt, wow, wie schaffe ich das jetzt dort den Reithang rauf? Ich konnte noch ein bisschen in der Boxenstrasse, wie man dem vielleicht sagen kann, können aufholen. Und bin dann darauf gefasst, dass jetzt ein Scharf muss links abbiegen, hat auch meinen Stick mit der Kamera gekippt und wupp, hat gedacht, jetzt verfahrt er sich, was ist denn da los? Aber eben, auch ein Sportler muss halt hin und wieder mal aufs Häuschen. Übrigens, das hier, das ist seine Frau. Wir werden sie noch kennenlernen. Super zum Filmen, wenn ich gehe. Ja, und dann haben wir natürlich den Robert eben da überlassen, sind dann nachher wieder mitgegangen. Die Frau hat noch unseren Anstoss und gesagt, sonst komme ich ja gerne in Pedal. Das ist natürlich eben schon relativ schwierig mit einer grossen Übersetzung dann ganz am Anfang da rauf. Ja, und dann habe ich probiert, ein bisschen den Anschluss nicht ganz zu verlieren. Aber ihr werdet sehen, es ist dann ziemlich schnell mal ein bisschen passiert. Ich probiere dann eben nachher zu fahren und dies und jenes zu fragen. Ich weiss nicht, ob man es versteht. Nein, nein, ich mach den nachher. Aber fünfte Tag, gell? Ja, zum Glück. Wahnsinn, nicht? Für uns fertig. Gell? Aber einen Tag mehr. Ja, aber natürlich ein riesen Erfolg, nicht? Also, ja, voll, ja. Find's super. Läuft auch noch gut. Also, ja. Der zweite Tag ist nicht gut. Jetzt fährst du rechts, oder? Ja. Ich fahr hinterher. Vielleicht haben sie es verstanden, er hat gesagt, er sei froh, dass es fertig sei. Er ist natürlich wirklich ein Sportler durch und durch. Am zweiten Tag hatte er Schwierigkeiten gehabt. Also jetzt war von Schwierigkeiten gar nichts mehr zu spüren. Da geht es Gott sei Dank aufwärts. Dann habe ich mit dem E-Bike noch einigermaßen die Möglichkeit, um eben noch ein bisschen mit dem Robert zusammen zu sein. Robert hat sich extra zurückgehalten, oder? Damit er auch noch mag. Aber ihr seht, es ist dann ziemlich schnell mal ein bisschen fertig gewesen. Sobald er sich da ablehnt und dann in seine Triathlon-Radstellung geht, ist natürlich vorbei. Ja, wirklich und habe links die Kamera gekippt und trampelt. Bei 25 km ist halt eben so, mit einem E-Bike halt dann mal vorbei. Das habe ich gewusst, er fährt jetzt 26. Er natürlich ist sicher schon weit über 30, oder? Und ja, mit einem normalen Velo hätte ich vielleicht eine kleine Chance gehabt. Vielleicht auch nicht. Aber eben, er ist dann ab und meine einzige Chance war einfach dann, um halt wieder zu warten da auf dem Damm. Da kann man natürlich schön warten. Darum ist das natürlich sehr, sehr eine attraktive Sportart. Swiss Ultra gibt es sicher wieder mal, könnt ihr schauen. Ich habe dann gewartet, hat dann, wo der Zucker ist, schon ein bisschen Anlauf geholt und bang, aber natürlich ist er schon wieder vorbei gewesen. Also eben, wie gesagt, also mit 5, 6, 27 ist man da nicht dabei, auch wenn die 180 Kilometer runterstrampeln, keine Chance. Also die sind einfach ständig und immer irgendwie mit über 30 auf Weg. Ja, übrigens, der Swiss Ultra ist sehr, sehr attraktiv, das Buchs, das schätzen auch die Sportlerinnen und Sportler. Übrigens, ich sage es nochmal, 16 Nationen, 39 Athletinnen und Athleten. Das schätzen auch die Sportler, dass sie mitten im eigentlichen normalen Geschehen sind. Ja, ihr merkt, ein bisschen über 25 habe ich rausgebracht. Also bei 28, zum Teil 30 bin ich auch gewesen. Aber eben, wie gesagt, chancenlos immer überholt worden. Ja, ist ja eigentlich irgendwie auch schön. Und dann nachher habe ich mal ein bisschen geschaut, wie das da weitergeht. Und bin dann wieder im Robert nach da durch die Boxenstrasse durch, habe ich geschaut, wo ist er eigentlich? Ich habe dann abgekürzt, bin links durchgefahren. Kommt mir jetzt entgegen, war ja meine einzige Chance gewesen, um irgendwie ihn noch einzufangen. Ist er so schnell gewesen natürlich. Und jetzt sollte er dann, glaube langsam kommen, habe ich gedacht. Hey, einmal, habe ich gedacht, ist jetzt schon vorbei? Bin gerade auch nicht mehr ganz sicher gewesen. Aber doch. Er kommt jetzt und bang, und natürlich ist er schon wieder weg. Ja. Meine einzige Chance war, ich habe mit der Frau geredet. Bin ich ein Erwachsener? Im Profil oder von vorne? Was heißt da bin ich? Ich wollte fragen, wie geht's der Frau vom Robert? Ich werde gefilmt. Okay. Ja. Der Frau vom Robert geht's hervorragend. Ich kriege gleich einen Kaffee und danach werde ich wieder meinen Pflichten nachkommen. Der kommt aber in 3 Minuten. Das reicht nicht für einen Kaffee. Ja? Nein, nach meiner Uhr kommt er in 8 Minuten. Er ist schneller geworden, weißt du. Ah, okay, das ist gut. Dann sollte ich jetzt mal der Küche ein bisschen Beine machen. Das reicht, Kaffee? 5 Minuten geht? Mein Kameramann hat gemeint, mein Mann würde schon in 5 Minuten kommen. Ich dachte, ich hätte 8 Minuten Zeit. Ja. Und deswegen wollten wir um eine Stellungnahme der Küche bitten, ob wir unseren Kaffee bald bekommen können. Ja, bekommen wir. Also Kaffee Ultra. Kaffee Ultra? Nee, weil dann
schwebe ich 20 cm über dem Grund und das möchte hier auch niemand. Und was ist denn sonst so deine Aufgabe? Meine Aufgabe ist Trinken anmischen, Essen parat halten und Kaki-Papier zur rechten Zeit am richtigen Ort bereitlegen. Und wie hast du die Zeit erraten vorhin? Beim Kaki-Papier? Beim Kaki-Papier habe ich vorher gefragt. Er kommt immer, bevor er in die Wechselzone hier reinfährt, kommt da oben rum und dann renne ich dahin. Ach so. Frage, was er alles braucht und dann renne ich wieder zurück ans Zelt und bin natürlich dann parat, wenn er hier durchgefahren kommt. Aber der Robert ist ja immer sonst so verkabelt. Er misst ja alles von sich. Ja, aber er hat sich leider nicht zu mir verkabelt. Oh. Beziehungsweise unser Wi-Fi von Kopf zu Kopf funktioniert noch nicht. Und deswegen muss er das noch manuell rausschreien. Aber da ich ja seine Frau bin, darf er mich anschreien. Ich höre das natürlich, lächle dazu und führe dann alle Befehle. Meistens, Schatzi, wie sagt man? Schau mal größten. Wie lange geht's noch? Auf die Für Uhr, Kaffee, hast du noch? 6 Minuten 30. Und das ist mein Schatzi übrigens, das ist die Sigi, die ist aus Atmos. Das nennt sich Support den Supporter. Wenn der Supporter nicht ganz genau weiß, was er tun muss, gibt es noch in der Hinterhand einen weiteren Supporter, der für mich mitdenkt. Ein Wahnsinn, okay dann. Ich muss wieder an meinen Platz zurück. Dankeschön, tschüss. Dein Essen steht parat. Das brauchst du. Der steht auch parat, hinter dem Zelt. Nimm dir das Rad ab. So. Oh. Salz mit, ja? Salz ist hier mit einem Löffelchen, dass du selbst salzen, wie du möchtest. So, das ist Zitronenlimonade. Und Hühnchensalat habe ich dir hintergestellt. Das tut schon gut, gell, die mit drei. Dann noch die Arme. Steffi, was machst du jetzt da? Ich tue Fotos aussuchen zum Aufladen auf Social Media. Wie ist das Interesse? Hey, sehr gross. Polen ist sehr da involviert. Mega unterstützende Follower. Triathleten von Vietnam, von Frankreich, von Deutschland, aber eben auch von Kanada oder Polen, Belgien, alles Mögliche. Sehr cool. Jeff, was bringt dich als Pilot zu Swiss Ultra? Als Pilot, ja, da muss man auch navigieren durch viele Unwetter, teilweise so vom Wetter her und teilweise auch sonst Herausforderungen, die es natürlich gibt, unter Athleten oder auch unter Helfer oder unter... Ja, und der Event ist auch eine Herausforderung, gell? Auch rein logistisch natürlich. Ja, genau, eine grosse Herausforderung, ja. Mit vielen internationalen Leuten natürlich, Sprachen muss man können, dies, jenes. Ja. Genau, Sprachen, auch ein bisschen Verständnis haben für andere Kulturen vielleicht teilweise, oder, ja. Aber es ist, auch das, also das ist eigentlich ein Top-Jahr gewesen, würde ich sagen, wenn nicht das Top-Jahr. Und man spürt auch das Familie, die Familienatmosphäre in der Supporterzone spürt man mega. Weißt du, die Vietnamesen, gell? Heute Morgen oder also Sonntag jetzt Continuous hat sie gemacht, gell? Genau. Gestern ist die Nudel fertig gewesen, aber heute ist irgendwie ein strahlendes Ziel gekommen. Ja, was machen wir mal? Je näher das Ziel kommt. Also wie wünschst du es, machen wir? Ja, tun das einmal unterstützen, tun das betreuen, haben dann noch irgendwie einen speziellen Griff, um sie wieder auf die Strecke zu bringen oder zu halten? Also einerseits tun wir es begleiten, möglichst auf der Laufstrecke. Ab und zu mal mitlaufen und ein bisschen mit ihnen reden und fragen, was vielleicht gerade die Herausforderungen sind, mental oder so. Und andererseits, wenn sie irgendein Bedürfnis haben, tun wir es natürlich probieren zu erfüllen, ja. Das hilft, glaube ich, schon auch. Aber wenn du einen Fünfer machst, ist spickelhart am Morgen, um 7 Uhr ins Wasser, gell? Jeden Morgen, ja. Aber das ist schon hart. Auch. Wenn du Mitternacht kommst und dann ist eine schlechte Nacht. Genau. Und dann, ja, eben manchmal muss man dann halt auch aufgeben. Wenn man so wie letzte Nacht, wo teilweise Boxerfest war und dann kann man nicht schlafen bis am Morgen um 2. Und am 7. müssen wir schon wieder da sein. Das heisst, die sind dann um 5 Uhr aufgestanden. Nach 3 Stunden Schlaf. Dann geht es halt nicht immer auf am Schluss. Ja. Und das Spickelhart, das könnt ihr nicht verschieben. Das Schwimmen noch rein ansetzen oder so irgendetwas. Da geht dann nicht kürzere Bestimmungen. Ja? Ja, das können wir schon grundsätzlich selber bestimmen, aber es ist so angesetzt, weil das Bad um 9 Uhr aufgeht und wir wollen möglichst vorher fertig sein, damit die Bodygäste auch wieder Body benutzen können. Und darum ist es natürlich ein Vorteil, wenn man schnell ins Ziel kommt. Ja, dann ist man früher wieder fertig und kann länger schlafen. Du bist sicher auch so ein Ironman, hä? Nein, ich bin ein Hobby, Halbdistanz-Triathlet. Hobby. Ja, und was machst du so für einen 20er-Marathon? Wie lange hast du? Für einen Halbmarathon? Ja. Ja, ist nicht schnell. Stunde 40 kann ich glaube mal gehabt. Also aber das ist ja unglaublich.
Das ist ja so schnell. Also, ja. Hallo? Es hat noch ein paar andere vor mir im Ziel. Das ist schon klar. Aber gell, die Marathon da gibt es ja auch solche, die natürlich dann auch 6 Stunden haben oder so. Oder nehme ich an? Ja, ja gut, auf die Distanz. Also ich glaube, da würde ich nicht lange mithaben mit so einem Tempo. Da müsste ich viel langsamer laufen. Ja, ja. Ja, ja. Was bringt dich immer wieder daher? Du bist ja wirklich fast sicher, schon das dritte Mal bist du sicher da. Also die Jahre, ja, ich bin eigentlich jedes Jahr, fast jedes Jahr da gewesen. Ja, eben die Atmosphäre, die familiäre Atmosphäre, die ich da erwähnt habe, unter den Supportern, unter Athleten, OK, Helfer, Sponsoren. Also das ist, ich glaube, das ist das, was mich daher zieht, ja. Und die positiven Feedbacks, die wir zum Glück nachher bekommen. Das ist das, was unser Lohn ist für das Ganze. Eben, gell? Eben, da. Eben, da. Ich denke, da kann ich super. Wir haben auch noch mehr drin. Danke vielmals. Du musst auch noch drei drauf jetzt. Danke. Hey, ja, hey, ja, hey, ja. Wo hast du ein solches Salatdauer her? Hey, ja, hey, ja. Da gibt es ein Kulinarik-Lokal da vorne. Da gibt es die ganz feinen Sachen, genau. Ganz feine Sachen. Das ich habe gemeint, das sind die Betreuer. Wir sind Kulinariker, genau. Aber so. Wir 2 Wochen Betreuer gewesen und jetzt sind wir Kulinariker. Genau. Ah, okay. Ja. Gut. Gummibärt! Nein. Willst du noch Wurst? Sag mal. Du, noch 11, hä? Genau. Was? Noch 10? Übertrieben masslos. Verdeckeln wir mal. Also noch 20 Kilometer? Nein, 12. Ach Gott im Himmel. Genau. Aber eigentlich kann man sagen, du bist huere gut drauf, gell? Ja, das ist wirklich gar nicht so schlecht. Ja, also perfekt. Es ist ja nicht einmal 7, es ist ja auch der Hund schon vor dem 9 Jahr. Ja. Wahnsinnig. Da. Gut, haben wir jetzt einen Big Mac und 2 Servolas bestellt. Ah! Mach die nächste Runde. Ja. Nein, nein, ist egal, lassen wir das nicht. Alles okay. Und aus medizinischer Sicht gesund oder nicht? Das Training ist gesund, die Ernährung ist gesund, der okay. Wettkampf selber nicht. Endlich mal eine ehrliche Medizinerin. Moment. Hey, wo bleibt der Applaus? Oh! Was ist denn deine Aufgabe als Betreuer jetzt, vom Robert? Ja. Ich muss schauen, dass er genug zu trinken hat, genug zu essen. Aber er sagt mir immer eine Runde fahren, was er will, und dann kommt er das über. Entweder ein Shake oder Schäl. Und vorher habe ich gehört, er will einen Big Mac. Ich dachte, erzähl mir einen Schmarrn. Beim Laufen hat er gesagt, er hat einen Big Mac bestellt. Ja, da kann einem die seltsamsten Gedanken, wenn du so am Springen bist. Auch wenn man nicht so weit springt wie jetzt er. Ja. Und Erich hat ihm jetzt einen gebracht und den wird er dann nachher essen. Wahnsinn, ja. Und etwa 2 Minuten wird er kommen. He? 7 Minuten haben sie alle. Jetzt kommt er. Genau. Da kommt er. Wuhu! Nur noch 8 Runden. Bon Appetit. Ich meine, es ist ein Witz, Robert. Echt? Ja, natürlich. Es ist voll der Big Mac und noch 8 Runden. Ja. Nicht gut. Du als Schwimmlehrer, das ist ja unglaublich. Und Coach. Ich sage immer, machen, was ich sage und nicht machen, was ich mache. Deine Frau verteilt Gummibärli, du isst Big Mac. Mamma mia.
Wow. Also, laufen bitte. Erich, jetzt bringst du mir einen Big Mac. Das war der Wunsch von ihm. Ich bin vorhin mit ihm ein Stückchen mit dem Velo gefahren und dann habe ich gesagt, ja, was ist es denn heute noch? Dann hat er gesagt, am liebsten hätte er einen Big Mac. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, ich hole dir einen. Und den habe ich geholt und gebracht. Auf dem Weg hast du einen verdrückt? Nein, ich habe keinen genommen, nein. Hey, ja, Robert, hey, ja. Da bleiben, go, 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 hopp, 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 bravo. Jetzt geht's um die Wurst, hä? Ja, super. Spezialität da. Die Wurst? Vom Swiss Ultra, ja. Ja? Das richtige Swiss Ultra Wurst. Die gibt's nur am Swiss Ultra, sonst nie auf der Welt. Speziell gesund. Und alle Athleten, die nie würden den Wurst essen, essen den Wurst da. Warum denn das? Ja, das ist eine Spezialität und es ist eben nicht so, einmal nichts Süßes, nicht so Energiezeug, sondern etwas Saures und Salziges. Das ist eben das Gute, was zählt. Ich bin nur für das angestellt. Das ist alles, was ich kann. Da. Aber das kannst du. Das sehe ich. Schau mal, super, wie die sind. He? Genau. Sag mal einmal 5 Minuten und dann sind die perfekt, die Würste. Also das wäre mein einziger Grund, um hier mitzumachen. Das ist ein guter Grund. Anmelden, das nächste Mal. Ein steirisches Intermezzo, super Stimmung in der Boxenstrasse. Und Robert ist auf die zweite, letzte Runde gegangen. Und jetzt auf die letzte Runde, da kehrt man jetzt. Und jetzt macht er die letzte Runde und nimmt die in Angriff. Zufrieden, gell? Ja, also komm, Laura, komm zu mir. Komm, komm. Komm aus, komm. Wenn sie einen Vorteil machen. Wo ist der Chris? Komm, Chris. Chris! Sauber. Merci vielmal. Alle können zu mir schauen. Danke vielmals. Ja. Ja. Okay. Robert, finished his first ultra. He missed it in 2019, correct? Correct. And he showed us that it is a good goal never to give up your dreams. You can do everything if you want. It's not a mistake if you fail something. Repeat it and finish it. Merci. Hey, cool, cool gemacht. Ja, Robert, gratulieren, hast super gemacht. Gratulieren. Hey, Robert, mega! Ich bin stolz auf dich, du hast super gemacht. Super, Robert, komm dir noch das Augenwasser rüber. Ja, super. Hey, mega, freut mich. Hey, Robert, extrem, extrem. Super gemacht. Perfekt. Hey, super. Super, Robert. Gratulieren, gell? Erreicht. Jetzt hat das geschafft, den nächsten nehmen. Das war echt geil mit dir hier. Ja. Ja, aber auch noch der Fan. Ai, ai, ai. Jetzt hole ich mir zuerst ein Bier. Du, oh, meine Masseurin muss ich noch. Super Masseurin, hey. Danke, gell. Hast du nie ein Problem gehabt? Ja, hey, sie hat super massiert. Ah, so. Da bist du eigentlich Mitsiegerin, ne? Nein.
Und gleich ist es so, die Athletinnen und Athleten, die machen den Sport und gehen natürlich alles, aber rundum die Leute, eben, die sie eben brauchen, die gehen eben auch alles. Ultra, Swiss Ultra, sicher demnächst wieder mal im Box. Und wenn es so interessiert, wie es gelaufen ist, wenn ihr die Fotos anschauen wollt, den Verlauf anschauen, auf der Adresse Swiss Ultra, da seht ihr alles, was euch interessiert.